Moin Moin, meine aktiven Freunde, und herzlich willkommen. Heute gibt es wieder ein neues Video in alter Frische. Wir gucken uns an vom Spiegel TV Krieg in Hamburgs Drogenmilieu, die weltweite Jagd nach dem Koks. Paten. Hoffe, euch geht's gut. Das Ganze ist wieder eine Offstream-Reaction und ich finde die Thematik sehr spannend. Deswegen habe ich gedacht, gucken wir uns das mal zusammen an. Das Video geht 10 Minuten auf Entspannter Rino, ist heute rausgekommen. Let's go. Die Hamburger Lenz-Siedlung. Oh. Fast 1200 Sozialwohnungen auf engstem Raum. Also ich muss wirklich sagen, diese Spiegel-TV-Doku Synchronstimme bzw. Sprecherstimme. Alleine nur, wenn ich diese Stimme höre, geht es mir schon gut, ehrlich. Und auch wenn diese Videos hier nicht monetarisiert werden, also bis auf das Anzeigen-Hauptmeister-Video, was offline genommen worden ist, aber auf allen anderen Kanälen auch, also jede Reaction dazu wurde dann im Nachhinein gesperrt, kann man auf die Spiegel-TV-Dokumentation reagieren. Das Einzige, was halt ist, sie werden halt auf meinem Kanal jetzt bei Crew oder Kevin nicht monetarisiert. Also ich verdiene damit kein Geld, aber ist ja auch egal, wenn es ein cooles Video ist, juckt mich ja nicht, ob ich damit Geld verdiene oder nicht. Ich finde die Thematik interessant, dann gucken wir uns das gemeinsam an. Let's go. Achso, noch, wir haben es den 17.04. um 11.28 Uhr. Einer hat ein Schwerverbrecher sein Finanzzentrum eingerichtet. Da willst du auch nicht wohnen, ne? Muss man mal ehrlicherweise sagen. Diese Sozialbrennpunkte, Sozialwohnung, das ist, glaube ich, kein schöner Fleck zum Leben. Ein Big Player im Drogenbusiness. Doch am Mittwoch nach Ostern kommen die Spielverderber von der Polizei, um den Geldbunker auszuräumen. In Mannstärke spazieren die Ermittler des Landeskriminalamtes 63 an diesem Tag bis vor die Wohnungstür. Nur einer der Beamten bleibt unten und klingelt. Ich habe in meinem Leben wenig Hausdurchsuchungen gehabt und auch wegen banalen Sachen, also wegen Graffiti damals, wegen Diebstähle und dann irgendwann auch mal bei mir in der Wohnung beim Brillenboxweg auch wegen, ja wisst ihr, wegen Glücksspielscheiß und Waffen und so ein Quatsch. Und egal wie sehr man da drinne ist, egal wie abgebrüht man ist, eine Hausdurchsuchung ist immer kacke, Digga, sag ich so wie es ist. Weil die Schweinepriester kommen auch immer so früh morgens, Digga. Wenn die wenigstens um 12 kommen werden, okay, aber die kommen ja immer früh morgens um 5 oder 6 oder 6:30. Tja, du machst bitte die Tür. Also, ist ja auch verständlich, ne? Ist ja normal. Das LKA geht davon aus, dass in der Wohnung über 7 Millionen Euro an Drogengeldern gezählt und verpackt wurden. In nur 3 Monaten. Oh. Von Dezember bis Februar. Oh, das ist aber ein guter Lohn pro der Monat. Der mutmaßliche Besitzer des schmutzigen Vermögens, Mansur Ismail, Spitzname Money. Laut Polizei einer der gefährlichsten Männer ganz Europas. Doch Money ist seit Jahren untergetaucht. Das soll sich jetzt ändern. Seit wenigen Tagen wird weltweit nach dem Deutschen mit den ägyptischen Wurzeln gefahndet. Das Sein macht Foto keinen Spaß. Überall. Der 29-Jährige steht auf der Most Wanted-Liste von Interpol. Ja, jetzt ist halt die Frage, ne? Also ich will jetzt hier nicht abwiegen, ob es sich lohnt oder nicht, aber egal wie viel Geld du verdienst, egal wie gut das Business mit Kokain läuft, wenn du auf der Most Wanted Liste stehst und weltweit gesucht wirst, ist es dann noch ein entspanntes Leben. Versteht mich nicht falsch, nicht, dass man das machen sollte und wenn man ein entspanntes Leben hat, ist okay, aber das ist doch richtig kacke, Digga. Das macht gar keinen Spaß. Der Drogenboss, der jahrelang Millionen verdiente und dabei über Leichen ging, soll endlich angeklagt werden. Ja, die Staatsanwaltschaft hat einen internationalen Haftbefehl erwirkt, wegen des dringenden Verdachts der Anstiftung zum gemeinschaftlich begangenen Mord bzw. versuchten Mord. Hintergrund sind diverse Ermittlungserkenntnisse, insbesondere verdeckt geführte Ermittlungen, haben hier den dringenden Tatverdacht begründet. Zu Einzelheiten kann ich keine Angaben machen. Die Taten, die sie... Ja, dann wird er gefasst, dann kriegt er 10 Jahre Gefängnis und nach 5 Jahren kommt er frei. Also ich muss wirklich sagen, in einem Aspekt finde ich das deutsche, also ich finde das deutsche Justizsystem in einigen oder mehreren Aspekten schon sehr albern und sehr lasch und würde mir da deutlich mehr Härte wünschen gegen Schwerverbrecher oder Allgemeinverbrecher und auch deutlich höhere Strafen. Aber das ist jetzt auf einem anderen Blatt Papier geschrieben. Aber die Strafen, die auch einige Schwerkriminelle zu erwarten haben, ist in den meisten Fällen dann... No. Naja, aber andererseits muss man auch fairerweise sagen, wenn man jetzt mal das Beispiel Amerika nimmt, wo du theoretisch gesehen, oder nicht nur theoretisch gesehen, als Beispiel in einem Auto sitzt und jemand plant einen Raubüberfall und du sitzt mit in dem Auto und derjenige steigt aus, überfällt den,
denjenigen und erschießt ihn dann. Und du wusstest das wirklich nicht. Du wusstest nicht, dass er eine Pistole hat. Du wusstest nicht, dass er den umbringen wird. Du wirst trotzdem wegen Mordes verurteilt und kriegst eine lebenslange Haftstrafe. Aber am Ende des Tages muss man auch fairerweise sagen, dass diese harten Strafen, als Beispiel in den USA, nicht dazu führen, dass weniger Kriminalität stattfindet. Die richtige Lösung, wie man es macht, weiß ich auch nicht. Die meint, sind spektakulär. Aber je länger Schwerverbrecher von einem weggesperrt sind, desto besser. In einer Shisha-Bar wird ein angeblicher Verräter hingerichtet. Und im Stadtteil Tondorf ein Audi-Fahrer mit zahlreichen Kugeln durchsiebt. Ja, das ist wirklich zahlreiche Kugeln. Und es ist erschreckend, also nicht, dass in Deutschland keine Kriminalität stattfindet, aber es ist erschreckend, dass das in Deutschland stattfindet. Und jetzt für mich als Buxtehuder, Hamburg ist nicht weit weg, sogar gar nicht mal so weit weg von der eigenen Haustür. Also sehr erschreckend. Für die Ermittler ist er der Drahtzieher der brutalen Abrechnungen. Offenbar normal in der hanseatischen Unterwelt. Wir haben eine zunehmende gewaltbereite Drogenszene. Die Menschen sind bewaffnet und setzen immer häufiger diese Schusswaffen auch gegeneinander ein. Mhm. Und es ist einfach nur eine Frage der Zeit, bis auch Unbeteiligte Opfer dieser Taten werden. Bevor Mansour Ismail zum Mafia-Paten wird, lebt er im Westen Hamburgs. Über seine Biografie ist wenig bekannt, über seine engsten Freunde schon. Die Haus-3-Gang, eine Gruppe junger, bewaffneter Krimineller, benannt nach... Die Haus-3-Gang? Was macht Gaso da, Lul? ...nach einem Jugendzentrum in Altona. Mittlerweile posieren die Nachwuchsgangster in Musikvideos und lassen sich in Hip-Hop-Songs abfeiern. Streik mit Haus 3, Digga, glaub mir, willst du nicht? Scheiß drauf, mit wem und auf welchem Film du bist. Wir sind korrekt, doch wenn's sein muss, gib mir dich. Die Haus-3-Gang ist tief ins Drogengeschäft verstrickt. In der von Mansour Ismail beherrschten Schattenwelt gilt sie als die neue aufstrebende Macht. Über die Musik rekrutieren sie ihren Nachwuchs. Ismail Mansour, so glauben wir, ist einer der Drahtzieher, der auch hinter der Haus-3-Organisation steht und seit geraumer Zeit aus dem Ausland heraus Einfluss nimmt auf diese Organisation. Vor 4 Jahren flüchtet Mansour Ismail aus Deutschland. Das Landeskriminalamt hat ihn damals im Visier, sammelt jede Menge Beweise. Einer seiner Geschäftspartner ist Mehmet S., genannt Memo. Der Mann, den habe ich irgendwo schon mal gesehen in irgendeiner Doku. Entweder haben wir darauf reagiert oder ich habe sie privat geguckt. Sieht ein ganz bisschen aus wie Massiv. Importiert mit seiner Bande Tonnen von Kokain über den Hamburger Hafen. Ja, der gute alte Hamburger Hafen. Ne? Die Gangsterbranche kommuniziert über sogenannte Encrochat-Handys. Ah, das Video hatte ich dazu gesehen. Eine Art WhatsApp für Verbrecher. Auch Mehmet S. und Mansour Ismail chatten miteinander. Ende März 2020 sitzt Mehmet S. auf einer großen Ladung Stoff. Ja, das hatte ich gesehen. Da hat dann was gefehlt. Genau, das weiß ich noch da. Ich glaube, ich hatte privat das Video zu dieser Encrochat-Sache mir angeguckt. Seine Männer haben einen Container aus dem Hafen bekommen. Kurz darauf meldet sich Mansour Ismail mit einer Frage. Wie viel ist noch da? Genug, Bro. Pack dir morgen welche weg. Wie teuer, Abi? 27.500 Cash. Kannst du Foto schicken? Mehmet S. schickt ein Bild von einem Kilo Koks, ein Beweisfoto auch für die Polizei, der es in die Hände fällt. Gegen den Gesuchten liegt ein weiterer Haftbefehl vor. Hintergrund ist da, dass ihm ein unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zur Last gelegt wird. Mhm. Seit 2020 haben wir aber keine Erkenntnisse dazu, wo er sich aufhält. Die letzte Spur führte nach Spanien. Boah, die wären natürlich irgendwo im Untergrund abchillen, ne? Was weiß ich, wo die sind, Digga. Irgendwo da, vielleicht auch wo keine deutsche Auslieferung, also wie nennt man das? Ich glaube, Dubai zum Beispiel hat kein Abkommen mit Deutschland und liefert nicht aus. Man weiß nicht ganz genau, ne? Es gibt Hinweise, dass er von Spanien in die Türkei weitergezogen ist. Oder in die Türkei ist. Auch, genau. In Izmir fotografiert ein Autofan diesen Lamborghini Urus mit deutschem Kennzeichen. Ermittler glauben, dass Mansour Ismail mit dem Luxuswagen unterwegs ist. Während der Boss? Ich glaube, die Türkei hat auch mit Deutschland kein Auslieferungsabkommen. Das heißt, also wenn ich da Quatsch rede, korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Also so dieses Auslieferungsabkommen bedeutet, dass beispielsweise die Türkei oder auch Dubai jetzt beispielsweise, wenn da Schwerkriminelle sind und die deutschen Ermittler
ermitteln da und wollen den ausgeliefert wieder zurück nach Deutschland haben und der soll vor Ort festgenommen werden, machen die das nicht. Aber ich bin mir da nicht sicher. Keine Ahnung. Also sollte ja eigentlich auch in dem Land nicht von Interesse sein, wie Dubai oder eigentlich Türkei, dass da Schwerkriminelle abhängen. Aber die Realität ist wahrscheinlich eine andere. Was auf der Flucht ist, laufen die Geschäfte in Hamburg aus dem Ruder. Die einstigen Untertanen bereichern sich auf Kosten des abgetauchten Königs. Einer der mutmaßlichen Profiteure ist Terry Schneider. Er wird sein Handeln mit dem Leben bezahlen. Michaela Koch ist die Anwältin von Schneiders Familie. Sie spricht zum ersten Mal über das Verbrechen. Das Motiv ist offenbar eine Bestrafungsaktion im Drogenmilieu gewesen. Das ist aber auch ein aggressiver Lippenstift, den die Michaela sich da ausgesucht hat, Digga. Es hat sich also rauskristallisiert, dass der Geschädigte wohl Betäubungsmittel unterschlagen hat. Möglicherweise. Tut mir leid, dass sie lachen muss. Ich finde ihren Lippenstift richtig aggressiv, Digga. Ich kann mich gar nicht konzentrieren beim Zuhören. Die demjenigen, der gestern auch groß durch die Presse gegangen ist, der Herr Mansur Ismail, dass die von dem geliefert werden sollten. Er hat sie unterschlagen und das war wohl eine Bestrafungsaktion. Es ist mehr als das. Es ist eine Exekution der Öffentlichkeit. Eine Aktion, wie es sie in Hamburg seit Jahrzehnten nicht gegeben hat. Kurz nach Mitternacht sitzt Terry Schneider in einer Shisha-Bar in der Nähe des Hauptbahnhofs. Mhm. Exakt um 0.30 Uhr betreten zwei maskierte Männer das Lokal. Sie wissen genau, wo Schneider sitzt. Von dem Geschehen existiert ein Video, das die Polizei beschlagnahmt. Die saßen da alle ganz entspannt, ganz ruhig, guckten hoch, da kommt jemand und dann fielen schon die Schüsse. Und man sieht also tatsächlich, wie die Schüsse fallen. Man sieht, wie der Terry Schneider zusammensackt und man sieht dann, ja, wie die Panik ausbricht. Der Killer schießt Schneider in den Kopf und ins Herz. Das Opfer hat keine Chance. Eine brutale Abrechnung als Warnung an alle. Wer den Chef beklaut, der stirbt. Ja, das sind natürlich gängige Stilmittel von Drogenkartellen und ähnliches. Verräter, Diebe, Ratten werden natürlich in den meisten Fällen abgeknallt wie Vieh. Aber trotzdem ist es extremst erschreckend, dass das Städten wie Hamburg oder allgemein in Deutschland, dass das hier auch mittlerweile passiert. Die Polizei startet sofort aufwendige Ermittlungen. In der Nähe der Shisha-Bar finden die Beamten eine schusssichere Weste, möglicherweise von den Tätern auf der Flucht weggeworfen. Die damaligen Schützen bzw. der Schütze und sein Begleiter konnten unbekannt entkommen. Und die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Auftraggeber dieses Mordes, dieses gemeinschaftlich begangenen Mordes, der jetzt Beschuldigte ist. Mansur Ismail soll die Tat aus dem Ausland befohlen haben. Offenbar hatte sich eine Frau aus seinem Umfeld in einem abgehörten Telefonat verquatscht. Das ist schlecht für ihn. Der zweite Mordanschlag passiert im Osten der Stadt. Tondorf. Am 23. Januar letzten Jahres. Das Opfer Kaiser R. Der Drogendealer ist in seinem Audi Q8 unterwegs, als plötzlich ein Auto neben ihm auftaucht. Danach geht alles ganz schnell. 22 Mal feuert der Killer mit einer Maschinenpistole auf den Audi. 8 Kugeln treffen das Opfer, 2 davon in den Kopf. Aber der Mann überlebt, weil das Sicherheitsglas des Wagens den Geschossen die Wucht nimmt. Hintergrund der Attacke? Boah, bei 22 Schuss aus einer Maschinenpistole zu überleben, also ich weiß jetzt nicht, natürlich wieder überlebt hat, 2 Kugeln im Kopf. Kann auch sein, dass er für immer beeinträchtigt ist, whatever. Aber Szenen wie aus dem Spielfilm, ne? Direkt vor der Haustür in Hamburg. Kaiser R. soll in ein Drogendepot von Mansur Ismail eingebrochen sein. Scheinbar wurde er dabei von einer Kamera gefilmt. Die Brutalität im Milieu ist neu für Hamburg, aber nicht überraschend. Es reicht nicht mehr nur, die Glock oder die Pistole zu zeigen, sondern sie auch einzusetzen. Ja. Um auch Ansehen in der Community zu erlangen. Die Polizei geht davon aus, dass Mansur Ismail sein Leben im Untergrund durch Marihuana und Kokain finanziert. Sein Drogenring soll rund 15.000 Kunden in der Hansestadt beliefern. Rausch hat immer Konjunktur. Einer seiner wichtigsten Mitarbeiter war der Ägypter Ashraf A., hier links im Bild bei seiner Festnahme. Morgen! Okay. Was wird Ihnen vorgeworfen?
Ermittler hatten die Mercedes G-Klasse des Mannes verwanzt und so mitbekommen, wie er für Mansour Ismail die schwarzen Kassen füllte. Oh, eine G-Klasse, wer kennt's nicht, ne? Schätzungsweise 7 Millionen. Das ist aber auch einfach den größten Fehler, den du machen kannst. Du wohnst in einer Sozialbausiedlung und fährst eine G-Klasse. Also ja, dann kauf dir ein T-Shirt, wo Drogendealer draufsteht oder Krimineller, ne? Also das ist also Regel Nummer 1, wenn du viel Geld hast, wenn du es nicht nachweisen kannst, woher es kommt, weil es durch kriminelle Machenschaften kommt, zeig es nicht. Auch bei uns hier in der Hood, Buxtehude im Umkreis, ich habe einige Kollegen von früher, die im großen Stile Sachen gemacht haben, oder was ist im großen Stil, die halt verhältnismäßig größere Mengen Rauschgift verkauft haben. Die haben gutes Geld verdient, aber auf dem Blatt Papier hatten die nichts und sind trotzdem mit den dicken Autos hier durch Buxtehude gefahren. Ist ja klar, dass da die Polizei dann die Einladung mit Kusshand annimmt, da zu ermitteln. Millionen Euro in 3 Monaten. Was? Nochmal? Auf seinem hätte. Schätzungsweise 7 Millionen Euro in 3 Monaten. Auf seinem Handy finden die Beamten ein Video, in dem der Mann fast 800.000 Euro zählt. Wahrscheinlich hat er den Film seinem Boss ins Ausland geschickt. Mit der Verhaftung... Ja, löschen ist auch eine Option, auch wenn man es trotzdem wahrscheinlich findet. ...des vermeintlichen Buchhalters hofft die Polizei, dass sie den Drahtzieher im Hintergrund finanziell austrocknen kann. Das könnte schwierig werden. Mansour Ismail soll über enorme Reserven verfügen. Seit einer Woche läuft die Großfahndung. Bisher ohne Erfolg. Für 5.000 Euro Belohnung wird wohl kein Dealer den Boss verpfeifen. 5.000 Euro Belohnung, ja moin. Okay, geile Belohnung auf jeden Fall. Erschreckend, was dann da so alles abgeht, aber es ist halt normal geworden, muss man fairerweise einfach sagen, ist normal geworden. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, war ein gutes Video, hätten wir auch noch gern 20 Minuten länger angeguckt. Kuss auf die Nuss, ciao, ciao.